Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Plan mit mir Video von simplelifestories.net. So, hier einmal eine nackige Woche für die nächste Woche, für den Oktober. Und mit der Fun Collection könnt ihr genau das ändern. Und ich habe erstmal ein bisschen Washi-Tape rausgesucht. Einmal das pinkfarbene mit den Punkten. Dann hier eins mit einem schönen Muster und ein einfarbiges orangefarbenes. Mal gucken, wo ich das alles nehme. Hier sind die Shopping-Sticker zum Einkaufen und für den Hund, mit dem Hund Gassi gehen. Dann die Boxen-Sticker, dann die Hydrate-Sticker. Also könnt ihr gucken, wie viel Wasser ihr jeden Tag trinkt. Dann habe ich noch hier ganz normal die Sticker zum Dekorieren. Und hier gibt es noch einfache Boxen, kann man was reinschreiben, also wichtige Aufgaben vielleicht. Und dann noch die Box-Headings, also die packe ich oben hin, Morning, Day, Night, das funktioniert für mich so gar nicht, deswegen die Box-Headings. Dann natürlich noch für die Mahlzeiten und die Wettersticker. Brauchen wir auch unbedingt, damit man überhaupt weiß, was man so anziehen muss zum Beispiel. Dann noch ein bisschen was zum Dekorieren und am Ende noch die kleinen Hexen. Wir haben schließlich Oktober. Ja, all das ist in der November Mystery Box, falls ihr euch dafür interessiert. Und daraus machen wir jetzt mal ein schönes Layout. Und ich fange wieder von hinten nach vorne an. Das heißt, ich fange meistens mit diesen sogenannten Die-Cut-Boxes an, also diesen Boxensticker, die in diese ganze Box jeweils Morning, Day oder Night reinpassen und gebt der ganzen Sache ein bisschen Farbe. Das ist manchmal nicht so einfach von hier unten, deswegen muss man da ein bisschen korrigieren teilweise. Einfach, weil ich von weiter hinten sitze und nach oben richtig kleben muss. Ja, und dann kann man dann einfach diese Box-Headings da reinpacken, das ist ganz nett. Ich habe das normalerweise immer in To-Do-List, dann kommen Little Things und am Ende kommt dann Fun-Stuff oder Housework und habe das unten nochmal ja, unterteilt sozusagen. Und natürlich auch die Mahlzeiten oder einfache Boxen, wo alles Wichtige reinkommt. Also da könnt ihr auch ganz kreativ vorgehen. Das ist ja, wie gesagt, nur ein Beispiel, wie ein Layout aussehen könnte. Also, es muss auch nicht immer alles gleich sein oder fürs Wochenende zum Beispiel. Da mache ich es dann mal komplett anders, weil da funktioniert ja auch alles anders, ne? Da kommt mal da unten einer hin und dann direkt oben drüber, da wird da gar nicht unterteilt, weil da gibt es ja mehr Freizeit, also mehr Spaß. Und dann kommt nochmal oben drauf so Mahlzeiten-Dingen und was dann doch noch vielleicht wichtig sein könnte. Und natürlich diese ganzen kleinen Box-Sticker. Für mich funktioniert das einfach besser, weil das Ganze dann auch so optisch unterteilt ist. Aber auch hier, wie ihr seht, die To-Do-List kommt auch ans Wochenende, aber halt nur ein bisschen, ne? Nicht so viel To-Do. Und da ist dann mehr Platz für die Little Things und natürlich auch ein bisschen Haushalt, ne? Und das kann man dann halt so machen, wie es für einen am besten funktioniert. Könnt ihr euch ja überlegen, was wohin kommt. Also Fun Stuff kann natürlich auch Hobby sein oder Sport oder ne, was auch immer ihr darunter versteht. Und dann kommen natürlich die Mahlzeiten-Sticker, einfach weil man das ja schon vorab planen muss, irgendwie, wie man das Ganze so macht. Und das mache ich immer hier so für die wichtigen Dinge, die ich unbedingt erledigen muss an dem Tag. Ja, und dann geht es auch schon los mit dem Dekorieren. Und nach, ja, erstmal die Hydrate-Sticker noch, klar. Die müssen ja auf jeden Tag geklebt werden. Ja, nur das sieht nicht so ganz so gut aus, weil da diese Wörter drunter stehen. Deswegen nehmen wir einfach ein Stück Washi-Tape und packen das erst dahin. Ich kann auch das schön korrigieren. Einfach hier ein Lineal nehmen und damit abreißen, weil es ist ja Reispapier, japanisches Reispapier. Da kann man das einfach so reißen. Sieht ganz hübsch aus. Und dann kommen die Hydrate-Sticker da drauf. Könnt ihr immer eintragen, wie viel Wasser ihr getrunken habt jeden Tag. Einfach so ein bisschen. Für die Gesundheit ganz gut. Ja, unten habe ich jetzt auch noch ein bisschen Washi-Tape hingepackt und ja, ist das Ganze hat so einen schönen Abschluss. Ja, und im nächsten Schritt geht es jetzt los. Jetzt gibt wir das dekoriert. Kommt die kleine Hexe, muss da unbedingt rein. Schließlich ist ja Oktober und dann hier diese ganzen lustigen Punkte mit den verschiedenen Mustern.
Ich mache das oft so zwischen die Boxen, weil das dann einfach ja so ein bisschen zusammenhält. Ne? Oder hier kommt hier so ein Dog-Walk-Sticker, also mit dem Hund rausgehen. Aber es ist nicht unbedingt mit dem Hund rausgehen, sondern auch einfach irgendwas mit dem Tier machen, ne? Oder sowas. Die Frau mit dem Baguette ist dann ein Sticker zum Einkaufen gehen. Und ansonsten dekoriere ich hier einfach mal so ein bisschen wild rum, damit es hübsch aussieht. Weil es ja eine sehr farbenfrohe Kollektion ist. Das zum Beispiel ist eigentlich so ein Sticker zum Verreisen. Aber man verreist ja nicht jede Woche, deswegen einfach jetzt mal so, weil er hübsch aussieht. Und ja, dann habt ihr es auch schon fast geschafft. Natürlich noch die Wettersticker drauf. Und das kann man auch in der Woche dann weiterführen. Ja, vielen Dank, dass ihr das Plan with Me Video geguckt habt. Ich hoffe, euch macht das Spaß und bitte tragt euch in unseren YouTube-Channel ein und ich freue mich auf das nächste Video mit euch.